Ja, moin, willkommen zurück bei South Park. Bring your Crunch. So, wir müssen jetzt irgendwas hier machen. Unter den Duschen in die Mine gefallen. Oder, ja, was auch immer es sein mag. Was mache ich denn jetzt hier? Ich muss erstmal da rüberkommen. So, das. Oh, ist Geist, da ist ein Geist. Ich sehe ihn genau. Foto machen. Muss ich auch auf Instagram gucken. Hallo? So, weißt du, früher haben die Minenarbeiter eine enge Verbindung zu ihren Kanarienvögeln gehabt. Ging nicht nur um Kohlenmonoxid. Nein, das war Liebe. Okay, also muss ich da diesen Käfig finden, diesen kleinen Vogelkäfig. Gut. Ich mach mal das kaputt. Und knall das da rein, falls es geht. Oh, nein, geht nicht. Vielleicht hätte ich das andersrum machen sollen. Ich erst die Lore da drauf stellen. Jetzt. Ah, ich glaube, so ist besser. Kann ich jetzt da drüber latschen? Ja, jetzt kann ich da drüber latschen. Was ist er denn für einer hier? Fast wär's da rausgekommen, tja. Armes Schwein. Ah, okay, das kann ich verschieben. Hinten ist Öl. Da oben ist der Käfig. Ah, da kann ich drüber. Okay. Dschungelkämpferhut. Jawohl, das ist voll das Indiana Jones Ding. Das kann man irgendwie. Das kann man auch kaputt machen. Kann ich da hoch? Nö. Stehe ich gerade nicht so genau. Ah, ich weiß. Ich glaube, ich weiß es. So, jetzt machen wir das kaputt. Genau, dann gehen wir hier rüber. Da machen wir auch wieder ganz. Oder geht er da hoch? Jawohl. Ja, dann kann ich ja oben das Zornrohr. Kann ich nicht. Okay. Oder, ah, warte mal, an der Leiter ist ja auch noch so ein Dings. Aha. Ja, ich habe den Vogelkäfig. Verkehre für ein richtiges Set. Da muss ich nochmal zum Geist zurück. Alter, Alter, Alter. Na gut. Komm. Lass mich runter. So. Jetzt machen wir nochmal einen richtigen Selfie. Wo ist er denn? Da. So. Ah, Milton Barker. So kann man ihn aufdecken. Interessant. Schön. Oh, einen habe ich erst von 5. Naja, 5 sind nicht so viel, das geht. So, warte mal, wie geht er jetzt hier weiter? Oh, wie komme ich denn da rüber? Muss ich mir erstmal ein bisschen angucken hier. Mach einfach mal irgendwas kaputt. Ich kann ja zurückspulen, wenn es falsch ist. Ja, muss ich wahrscheinlich auch. Oder? Was ist hier los? Ah. Mal. So.
Und jetzt. So. Uhahaha. Hab ich da jetzt trotzdem nicht rüber? Oh, ich guck trotzdem nicht rüber. Aber ich muss hier hinten wahrscheinlich irgendwas machen. An diesem Dingsbums-Dings hier. Generator. Nenne ich jetzt mal. Oh geil, ich habe einen Pappteller. Für was brauche ich den nochmal? Ah ja, hier, für diesen Traumfänger-Dings. Jetzt brauche ich noch Krähenfedern. Die habe ich auch noch nicht. So. Machen wir da oben das mal kaputt. Da hinten ist da auch noch was. Komme ich denn da irgendwie? Rechts geht es auch nicht weiter. Oh shit. Oh shit. Soll ich das bekiffte Wasser da lang? Mit Strom. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Warte mal. Hier kann ich sonst nichts machen. Kriege ich das Ding auf. Warte mal, ich mach mal das nochmal zurück. Ist klar, es geht nicht zurück. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Muss ich nochmal darüber gehen. Ich glaube, ich muss hier irgendwie die Wasserversorgung abdrehen. Da oben war ich nämlich noch nicht. Hey, hallo? Geht noch nicht kaputt. Ah ne, den Leiter kann ich verschieben, oder? Ah, okay. Aber was bringt mir das? Ich komme ja da auch nicht durch. Höchstens mit Dings pausieren. Weißt du nicht, was mir das jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Bringt es mir? Ich muss irgendwie an die Kacke da rankommen. Ja. Gehen wir mal hier runter. So einfach. Da warte mal, das Ding kann ich ja auch noch woanders hinschieben hier, ne? War das runter? Geht das noch? Ja, okay. Na, jetzt. Aber wenn ich jetzt wieder zurückspule, ist die Leiter eh wieder oben, ja. So. Egal. Kann ich das nicht mehr machen? Und jetzt war Pause. Scheiße, habe ich die falschen Wurz benutzt. Der da ist es. So. Bringt mir das jetzt hier? Nicht viel. Vielleicht mit Dings zurückspulen wieder. Und dann die Pause einsetzen. Ich weiß nicht, ob das reicht, bis ich zum Rad da oben komme.
gerade gereicht. Okay. Ah, jetzt sieht die Sache schon, glaube ich, ein bisschen besser aus. Da. Dann mal runter da. Zack. Kann ich jetzt eigentlich hochklettern? Ah, nice, kann ich hochklettern. Ich verstehe jetzt noch nicht, was ich mit dem Ding hier machen soll. Nicht so wirklich. Kann ich da oben wieder raus? Ah, geht's wieder raus. Scheiße. Wollte ich noch gar nicht. Gehen wir da runter. Da oben. Unten gab es noch so ein bisschen was. Mal hier. Ja, wie komme ich an die Kackkiste da unten eigentlich dran? Das ist auch wieder so eine Sache. Wir probieren es einfach mal da. Wie komme ich da drüben überhaupt weiter? Das ist auch wieder so eine Scheiße. Jetzt habe ich hier quasi nur das Rad ausgemacht da drüben. Oder war hier drüben auch noch irgendwas? Oder links rauskam. Dampf. Oh, Kacke. Ja, ist tot. Ups. Oh, shit. Oh, ich bin gerade auf der Kiste gelandet. Oh. Wo bin ich jetzt? Hallo? Ach da. Na gut, das war nicht so schlau, gebe ich zu. So, jetzt kann ich aber das. Jetzt kann ich das da drüben nicht runter machen, oder? Ne, geht immer nur auf einer Seite. Der Kacker. Ich mach mal Pause. Vielleicht kann ich dann da rein und das looten. Aha. Ich habe das Holzhacker-Kostüm. Toll, deswegen bin ich jetzt so rübergeeiert. Warte mal, da hinten steht auch noch eine Kiste. Kommen wir natürlich nicht hin. Interessant. Soll ich da hin? Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Geht es irgendwo durch? Ach doch. Da. Zu einfach. Wiederbelebungsserum. Ja, das kann man auch mal gebrauchen. Hinten geht es auch nicht weiter. Ne? Gut, da habe ich ja hier hinten alles. Bis auf diese Kiste hier. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Mach noch mal. So, ja. Gute Frage. Komme ich nicht dran. Diesmal gehe ich aber nicht da drauf. Vielleicht hat das da mit dem Ding da oben irgendwas zu tun. Für irgendwas muss das Teil da oben ja auch gut sein. Hallo, lass dich mal schieben.
Wir müssen noch eine Pause. Kann man das irgendwie da runterschieben? Das geht nicht runter, ne. Ich würde schon gerne wissen, was in der Kiste ist, aber... Das dauert mir jetzt einfach zu lange, das zu suchen, wie ich da dran komme. Da krieg ich das Ding. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, damit komme ich nicht rüber, ne? Nee. Nee. Das funktioniert auch nicht. Da gehe ich jetzt erstmal wieder oben raus. Ist da nicht auch ein Geist gab oder sowas? Wieso steht der Typ eigentlich? Hundearsch, du musst noch eine Stelle untersuchen. Ich hab sie dir geschickt und verliere keine Zeit. Was? Stelle? Wo? Oh, da ist der Geist. Und schon wieder. Hallo, Geisti. Ja, das lese ich auf Instagram, das ist mir da oben immer zu schnell weg. Man sagt, manche Videokassetten seien verflucht. Ich habe noch nie von einer verfluchten DVD oder Blu-ray gehört. Du etwa? Das liegt daran, dass digitale Medien keine Seele haben. Jetzt will er einen hier auf ganz schlau machen. Also soll ich wohl eine Videokassette suchen? In die Tanke kann ich ja gar nicht rein, ne? In Nathans Hütte. Was ist Nathans Hütte? In Nathans Hütte? Wie kann ich denn reinkommen, Alter? Ist das nicht Nathans Hütte? Lass mich rein. Was kann ich hier kaufen? Ist hier irgendwas Schönes? Ah, hier ein Graham Cracker. Den kann ich... Ah, den kaufe ich den mal. Brauche ich dich für irgendwas? Ich weiß nicht für was. Für S'mores. Röste Marshmallows in der Mitte des Camps. Ah. S'more. Lecker S'more. Da gehen wir zum Lagerfeuer. Und ich sag noch, geh den Weg nicht lang. Ja, geh den Weg nicht lang. Ist das nächstens zu dir? Bin immer noch gesperrt. Mist. Jetzt machen wir erstmal Marshmallows, ne? Röste den Marshmallow! Oh, ich verkugel den nochmal. War nicht so gut, ne? Ich glaube, ich muss es nochmal machen. So auspusten. Da, ah, ich darf nicht zu viel furzen. Alles klar, jetzt habe ich es gerafft. Ah, das wird immer größer. Okay, da ich weiß. Da muss man vorsichtig furzen. Wenn man zu viel furzt, verbrennt der Marshmallow. Alles klar. Hab ich gemacht, Junge. Geil, ne? Ich spreche jetzt mal mit Blitzfreak. Weiter so.
Ja, ich habe zwei. Oh, ich habe sogar zwei Abzeichen hier. Schärpenartefakt. Von Bessot. Ein Schärpenartefakt. Oh, ein 110er. Wegbereiter Totem-Artefakt. Oho, oho. Da muss ich erstmal gucken, Junge. Ups, ich drücke mal die falsche Taste, sorry. Artefakte. Wo kann ich das reinschmeißen? Das 101er, da, ich würde sagen das 110er, wenn das ist, schmeiße ich es da rein. Was macht es? Wirf die Schärpe um und kämpf als Ehrenbetreuer von Tadikaka. Sie wird mit jedem Verdienstabzeichen stärker. Oh, diese bringt den Crunch. Belohnung gilt für alle Spielchen. Geil! Da bin ich auf 821 schon dann. Bam, Junge. Was kann ich hier noch? Was ist das Ding? Da kann ich dieses Ding. Ein Geschenk, um Tadikaka die Mächte der Zugänglichkeit wieder auszugleichen und deine spirituelle Verbindung mit Blitzfreak zu vertiefen. Diese bringen eine Crunch-Belohnung, bla bla bla. Blitzfreaks Kräfte sind 30% effektiver. Hm. Habe ich da drin? Nee, ich glaube, das behalte ich erstmal an. Außerdem hat das einen Punkt mehr. Behalte ich erstmal. So, Crafting, was kann ich hier noch machen? Warte mal, wir gucken uns mal an. Tantalum Beschleuniger. Oh, der hat auch 105. Verbindet sich mit deinen Nebennieren und bildet ein verzögerungsfreies Netzwerk, angetrieben von hochmodernen Konfliktressourcen. Er hat auch 105. Aber das sind beides. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich davon habe. Tantalum-Beschleuniger plus 4 und 17% Gesundheitswiederherstellung, 17% Crit. Das Crit hört sich aber besser an. Aber hier kann ich auch irgendwas machen. Ach, das waren die. Okay, erste Hilfe-Sets. Stell doch einfach mal her. Ich bin eh Level 20 Crafting. Das habe ich gerade hergestellt, dann baue ich das auch nochmal aus. Was soll's. Und guck gleich nochmal bei den Artefakten. Ich glaube, das waren wieder die hier, ne? Ne, das waren andere. Hä? Ah, ich habe schon 105. Okay, die, ach, die habe ich schon an, alles klar. Naja, egal. Ich hatte eh genug Ressourcen, war jetzt nicht so schlimm. Wir können uns den Charakterbogen nochmal angucken. Das war ich selber. Hier ist irgendwo Mintberry Crunch, da unten. Mintberry Crunch. Ethnie, weißer Amerikaner. Ne, das bin ich gar nicht. Was? Kokuyonianer. Also ein Cis-Mann. Chaotisch neutral. Ribu Atheist. Die Religion Ribu Flavin. Alles klar. Herz, Machtquelle, Minze und Beeren von Kokuyon. Kryptonit, fette arme Milch, okay. Ökonomische Stufe hat er nicht, alles klar. Gut. So, jetzt habe ich mein Abzeichen geholt. Ja! Hier noch was machen? Nee. Okay, guck mal auf die Karte. Wo müssen wir jetzt hin? Ich müsste eigentlich diese blöde, beschissene Puppe noch... Ah, da ist das Videotape drin. Warte mal. Lass ich mal da hin. War das hier? Oder war das hier? Die andere Seite, hä? Muss irgendwo eine Hütte sein, du. Hä, wo laufe ich denn hin? Das ist doch scheiße falsch.
Was machst du? Suchst du nach was? Ach, halt die Backen. Die rede ich nicht. Auch noch gesperrt. So ein Shit. Ich geh nochmal kurz zurück. Um den Vergaser zu putzen. Ich verstehe die Richtungsangabe von der Map hier gerade nicht. Die ist doch merkwürdig. Warte mal, ich gehe mal hier rüber. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder bei diesem Wald da. Das ist auf jeden Fall falsch. Jetzt bin ich schon wieder zu weit da drüben. Also es muss eine von diesen drei Hütten sein da. Eigentlich die ganz unterste. Die da. Oh, da darf ich noch nicht rein. Warum? So ein Mist. Ins Bootshaus darf ich auch noch nicht. Dann gehen wir erstmal hinten zu dem Story, wo es weitergeht. So. Was ihr denn da, Jungs? Hübschen Rucksack haben wir hier. Die Betreuer haben guten Scheiß. Da sind sicher Snacks drin. Ja, euch mache ich aber in der nächsten Folge platt. Feuerstein? Ein Kompass? Vielleicht so ein Buch über Bäume? Bis dann. Solange wir nicht reinschauen, könnte alles drin sein.